So, sind schon alle da eigentlich? Ich glaube, es sind schon alle da zu Hause. Ja. Okay, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Torwarttraining daheim. Ja, es ist leider wie es ist. Ihr wisst ja, rausgehen dürfen wir jetzt momentan nicht. Das heißt, wir haben uns entschlossen, halt das Torwarttraining dann für euch nach Hause zu bringen. Wir haben es jetzt die letzten Wochen schon immer mal wieder auf YouTube euch gezeigt, wie man zu Hause auch in den eigenen vier Wänden trainieren kann. Heute möchten wir das Training einfach mal so auslegen, als hätten wir keinen Trainingspartner. Ja? Viele haben uns geschrieben und haben gesagt, das ist schon ganz cool, aber manchmal fehlt mir einfach der Trainingspartner, weil das Ganze eben nicht so hinhaut, wie ihr euch das vorstellt. Deswegen machen wir heute mal eine Torwarttraining-Einheit einfach alleine. Ja? Ich zeige euch, wie ihr das am besten alleine hinbekommt. Alles, was wir jetzt heute dazu brauchen, sind zwei Bälle, ja? Egal welche Größe. Wir brauchen nachher noch ein paar Hütchen, Klopapierrollen, irgendwas, was ihr zu Hause habt. Und wichtig für die Einheit heute wäre so eine Art Hocker. Das ist so ein ganz normaler Plastikhocker, den ihr in jedem Baumarkt bekommen könnt. Das ist auch sehr erschwinglich, kostet nicht besonders viel. Und ich zeige euch nachher, was wir damit alles anstellen und was wir beziehungsweise wie wir das Ganze fürs Torwarttraining nutzen können. Das kann auch irgendein anderer Plastikhocker sein, das kann auch ein kleiner Stuhl sein, wie auch immer, egal was ihr zu Hause habt, das brauchen wir auf jeden Fall mal nachher. So, dann, liebe Jungs und liebe Mädels daheim, nicht vergessen auch weiter einzuschalten zu unseren Fördertrainings und zu unseren Fußballkindergärten, die wir einmal pro Woche nach Hause bringen, denn wir wollen ja einfach alle Kinder mitnehmen und in dieser fußballfreien Zeit, das heißt in der freien Zeit, in der wir draußen kein Fußball spielen dürfen, das trotzdem zu euch nach Hause bringen. Gut, aber das war jetzt erstmal genug geredet. Wir fangen jetzt erstmal an mit der ersten Übung. Thema Hand- und Auge-Koordination. Ja, wir nehmen den ersten Ball in die Hand, wir nehmen den zweiten Ball in die Hand und wir starten jetzt einfach mal total easy. Ich hoffe, ihr wohnt jetzt nicht beziehungsweise ich hoffe, in eurer Wohnung daheim ist es nicht so, dass unten ein ganz gemeiner Nachbar wohnt, der sich jetzt gleich aufregt. Deswegen fangen wir mal ganz langsam an. Wir fangen an, Übung aus dem Basketball, beide Bälle in einer Hand und fangen einfach mal an zu tippen. Das heißt, wir haben rechte Seite, linke Seite, rechts, 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 links, 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 rechts. Ein paar Mal, bis man so das Gefühl für die Hände auch bekommt, bis die Arme so ein bisschen weicher werden und man einfach so ein kleines Ballgefühl aufgebaut hat. Jetzt gehen wir weiter mit dem Tippen und werden mal pro Hand immer ein kleines bisschen schneller und gehen dabei tiefer. Ziel ist, aus dem Stehen einmal auf die Knie zu kommen, von den Knien wieder nach oben zu kommen, dann der Handwechsel, dann geht das weiter. Also wir starten mit Tippen im Stehen, Tippen auf den Knien, Tippeln im Stehen, Handwechsel auf links, wir gehen in die Knie, knien uns hin, kommen nach oben und haben wieder den Wechsel für die rechte Hand. Tippen, kommen nach oben, Handwechsel, gehen nach unten, gehen nach oben und stopp. Das könnt ihr natürlich beliebig lang machen, solange bis es eben auch bei euch gut funktioniert. Nummer 2. Wir tippen nicht einfach nur so die ganze Zeit doof auf dem Boden, sondern wir versuchen einen kleinen Rhythmus. Vorhin hatten wir 3 und 3. Jetzt versuchen wir mal 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1. So, ein bisschen mehr in die Knie gehen, das Tempo ein bisschen erhöhen. So, wir starten. 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, gut. Okay, schon ein bisschen schwieriger als 3 und 3 und 3. Wir starten mit der nächsten Aufgabe und gehen jetzt mal rechts 1, links 1, rechts 2, links 2, rechts 3, links 3 und wieder von vorne. 2 Durchgänge ab jetzt. Also 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1,
Super easy. Nächste Aufgabe, wir machen eine Pyramide draus. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Okay? Und los geht's. 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Geschafft. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Und zwar, Tippeln hat ein Ende. Wir gehen rüber an eine Wand, irgendeine Wand, die ihr zur Verfügung habt. Ihr könnt das Ganze aber auch alternativ, wenn ihr einen Trainingspartner habt, auch mit eurem Trainingspartner machen. Ist für den dann auch eine ganz nette Aufgabe für Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma, Opa. Wenn nicht, geht diese Übung auch mit einer ganz normalen Wand im Garten oder irgendwo im Hobbyraum, im Hobbykeller. Da, wo es keine Rolle spielt, ob man einen Ball gegen die Wand wirft. So, wir starten mal, werfen den Ball immer mit der rechten Hand, jonglieren einfach immer eins weiter mit links in die rechte Hand, sodass ein Durchlauf der Bälle entsteht. Das ist eigentlich ziemlich einfach und schaut so aus. Bitte alle Übungen immer aus so einer leicht gebeugten Grundposition. Ja, ihr könnt den einen Fuß auch ein bisschen weiter vorstellen. Es ist egal, bitte bloß nicht dastehen, als hätte man zwei Gummistiefel an. Ich kann mich hier eigentlich gar nicht so wirklich gut bewegen. So, schön geschmeidig bleiben, schön beweglich bleiben in der Zehenspitze, in den Knien. Und wir starten mit rechts und immer den Ball weitergeben. Hopp, 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 zapp, 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 zapp. Ziemlich einfach. Gut, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher und wieder weiter weg. So nah wie möglich, so weit wie möglich, okay? Startet jetzt. Hopp, 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 hopp. Fertig. Wunderbar. Rechte Hand, wunderbar gepasst. Linke Hand beginnt. Der Kreislauf geht also um die linke Seite rum. Los geht's. Jetzt. Nicht so einfach, schon ein bisschen schwieriger, wenn man wie ich Rechtshänder ist. Kommt erstmal schön in den Rundlauf rein, bis ihr ein Gefühl dafür entwickelt habt, wie weit wir den Ball auch immer weiterlaufen lassen. Wir starten wieder mit nah und fern. In der Mitte ungefähr starten, so, wie weit sind wir weg, Michi? Was würdest du sagen, so 1, 2, 5 Meter? Ja, ich meine schon, so, ja, genau. Okay, und los geht's. Und danach gehen wir näher. Und gehen weiter weg. Gar nicht so easy. Und wieder. Kleiner und klein und klein und klein und klein und groß und groß und groß. Alles klar. Gut. Das dazu. Letzte Aufgabe, die wir mit Hand, Auge und Hand-Auge-Koordination eben am Ball durchführen wollen, ist dieses Tippeln. Das haben wir in den letzten Einheiten schon öfter mal gemacht. Das heißt, wir bekommen immer einen Ball zugespielt, wie auch immer, und tippen den mal mit einem Ball, den wir bei uns in der Hand festhalten, wieder zurück zu eurem Trainingspartner, zurück an die Wand, und wir machen ein kleines Spielchen draus. Okay? Also ein Ball bleibt immer bei euch in der Hand und einen Ball stuppt ihr immer zurück zur Mauer. Ja? Und wir schauen jetzt mal, dass wir jeden Ball, der von der Mauer zurückkommt, gleich wieder zurücktippen. Geht am Anfang schön nah hin. Und jetzt weiß ich nicht genau, Michi, sieht man das, wenn ich das an die Wand mache? Ja? Wunderbar. Wir fangen mal an, Ball gegen die Wand werfen und wir machen eine kleine Challenge draus. Guckt mal, wie viel ihr zu Hause schafft. Bei jedem Mal, wo ihr es macht, glaube ich, müsstet ihr auch ein bisschen besser werden, weil ihr mehr Gefühl dafür bekommt. So, los geht's. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Okay?
Nächste Runde, jeder probiert es aus. Geht schön in die Position, linke Hand wirft, rechte Hand hat den Stupsball in der Hand und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wow, 7-mal mehr. 7-mal mehr geschafft. Könnt ihr zu Hause einfach ausprobieren. Ihr könnt dann auch ein kleines Spielchen draus machen und das Ganze weiter weg probieren. Ja? Dann wird es allerdings ungleich schwieriger und wir schalten mal einen Ball immer dazwischen mit rein. Das heißt, der Ball kommt zurück, wir kontrollieren ihn erstmal, indem wir den Ball sozusagen annehmen, spielen ihn dann weiter, nehmen den zurückprallenden Ball wieder von vorne an. Wir gehen mal an die Wand, damit die Wand hier nicht so schmutzig wird. Okay, und los geht's. Wir stehen ein bisschen weiter weg, werfen den ersten Ball. Der Ball kommt zurück. Annehmen, raus, hopp. Annehmen, raus, annehmen, raus, annehmen, raus, annehmen, raus, annehmen, raus und gut. Als kleine Alternative immer mal wieder ausprobieren, die Distanzen so ein bisschen zu variieren. Und dann mit Ballannahme zu spielen oder eben direkt zu spielen. Das diesmal nicht mit den Füßen, sondern mit den Händen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich baue uns schnell die zweite Übung auf und ihr könnt noch ein kleines bisschen ausprobieren. Bis gleich. Wir haben auch in der Zwischenzeit kurz umgebaut, weil der Nachbar nämlich schon gemeckert hat. Das heißt, wir gehen einfach auf die andere Wand und machen das Ganze einfach in die andere Richtung. Genau. Wir hatten jetzt gerade runterfallen lassen, Prellsprünge durch. Jetzt machen wir eine kleine Änderung. Das heißt, die Variante ist ein kleines bisschen anspruchsvoller. Wir müssen nämlich nachher viel auf einem Bein hüpfen und probieren das jetzt mal auf dem rechten Bein. Okay? Zunächst mal den rechten Fuß auf den Hocker stellen und den linken Fuß daneben. Der Ball liegt wieder im Übrigen da, wo er vorhin auch lag, nämlich wenn ich rauskomme aus der Hütchenreihe, habe ich hier gleich eine Aktion. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Rechter Fuß auf den Hocker und zwar geht nämlich immer der linke nach oben und jetzt Achtung, das linke Bein und die linke Fußspitze nach hinten raussetzen und tief runter gehen, dass wir es hier am Popo merken. Und hier am Knie ein bisschen überwinkelt sind, jetzt wieder nach oben das rechte Knie anziehen. Versucht den Bauchnabel zu euch zu ziehen, den unteren Rücken feste zu machen und wieder nach unten zu gehen, wieder nach oben, wieder nach unten. Dreimal. Wenn ich dann fertig bin, komme ich in die Ausgangsposition zurück, lasse mich jetzt mit dem rechten Fuß fallen und hüpfe die drei Sprünge zur Seite über die Hütchen drüber. So, ich nehme den Ball mit zur Seite. Den ersten Ball halte ich jetzt wieder zwischen den Füßen, anspielen, hopp, halten, nach unten gehen, auf die Knie, zweiter Ball jetzt, schräg rollen und zur Seite weg und wieder auf. Zweimal das Ganze, hopp, hopp und wieder auf. Bitte achtet darauf, dass ihr die Hände bei dem flachen Ball wieder einmal oben am Ball habt und einmal hinter dem Ball, das Knie weg von der Hüfte ist und wir im Prinzip so zum Ball gehen und dann über das Knie, das hinten bleibt, so uns wieder aufstoßen. Ja? Das heißt, hier auf der linken Seite sieht es dann so aus, Kugel raus, Knie ist weg, Hände sind schön drüber, aufkommen und zweiter Ball, hopp, hopp und gut ist. So, zweite Runde. Rechter Fuß, links nach oben. So, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch und Ausgangsposition. 1, 2, 3, 4. Dagegen Spitze, hopp, aufnehmen. Ausgangsposition, Grundstellung auf den Knien. Rollen, seitlich schon kippen. Hände über den Ball. Einmal auf, zweimal, hopp und wieder runter. Kugel hinlegen und die nächste. Runde ist dran. Hey, wo willst du hin? So, und einmal, hopp, zweimal, hopp, dreimal und Ausgangsposition. Hopp, 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 hopp. Spielen gegen die Wand. Eins, fallen und Ball Nummer zwei. Und einen Ball auf die andere Seite.
habe. Könnt ihr als Variante eigentlich machen, wie ihr wollt. Je nachdem, wie viel Platz ihr zur Verfügung habt, wie auch euer Zimmer ausschaut. Ihr könnt es in beide Richtungen machen, auf beide Seiten. Ich habe jetzt mal die linke genommen, jetzt auch auf die rechte getauscht. Ihr könnt auch vier Bälle danach machen. Rechts, links, rechts, links. Oder das Ganze auch mit hohen Bällen machen. Kann ich euch auch noch kurz zeigen. Als Variante. Nächster Durchgang. Nach oben, runter, nach oben, runter, nach oben. Feste bleibende Hüfte. Und 1, 2, 3, 4. Anspielen. Hopp. Hier die Parade. Und jetzt auf die Knie. Ball hoch rauswerfen und das Knie schon nach vorne nehmen, fangen und runterfallen. Zweiter, hopp, Knie nach vorne und plumpsen. Alles klar? Und nächster Durchgang. Und nach oben, hopp, eins, hopp, zwei, hopp, drei, Ausgangsposition. Und einmal, zwei, dreimal, viermal. Wir spielen uns an, hopp, mitnehmen den Ball und auf, hopp, Ball in den Boden drücken, Knie ist weg von den Schultern, Hände über den Ball drüber, von drei Ebenen gesichert, Boden hinten und oben, nach oben aufdrücken und linkes, hopp, hopp. Alles klar? Gut, nochmal, letzte Runde hier, ihr könnt wieder mehr machen, wenn ihr wollt, umso mehr, umso besser. Einmal nach oben, hopp, runter nach oben, runter nach oben, Ausgangsposition und los geht's. Hopp, 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 spielen, Position, plumpsen und zweiter Ball. Einmal, hopp und zweiter zur Seite. Genau, alles klar. Weiter üben, gleich gibt's Variante Nummer 3, ihr kennt es schon, entweder drückt ihr kurz auf Pause. Geht schnell was trinken, je nachdem wie ihr wollt. Oder ihr übt in der Pause, wenn ihr auf Pause drückt. Oder ihr geht mit mir einfach gleich in die nächste und letzte Variante mit dem Hocker. So, dazu brauchen wir nämlich keine Hütchen mehr. Sondern nur den Hocker. So. Jetzt hatten wir eigentlich alle möglichen Grundtechniken schon durchgegangen. Die flachen Bälle zum Hochziehen, die Bälle auf die Seite, flach und halb hoch. Welcher Ball fehlt noch? Welchen haben wir noch nicht so ausgiebig heute trainiert? Genau, den Ball, den wir einfach gerade und frontal fangen wollen. Das ist eigentlich der leichteste Ball, der vermeintlich leichteste Ball. Vielleicht schalte ich dann auch manchmal schon einfach viel zu früh ab, bevor ich den Ball überhaupt fange, und dann entstehen einfach Fehler. Ja, fangen nur, das kann ich so nebenbei machen, aber richtig fangen ist halt dann doch auch oft entscheidend, vor allem wenn es dann so im Spiel um die Wurst geht. Von daher, nochmal kurz für alle, die es heute zum ersten Mal machen. Wir wollen eigentlich so fangen, dass wir immer eine Sicherung hinter dem Ball haben. So, zunächst mal mit den Händen und mit den Fingern. Das Ganze schaut so aus, wir bringen mal unsere Zeigefinger und Daumen zu so einer Art Dreieck zusammen. Torwartdreieck sagen viele, Fangdreieck habe ich auch schon mal gehört. Je nachdem, wie ihr das nennen wollt, ist eigentlich egal. Hauptsache ist, dass Zeigefinger und Daumen recht nah beieinander sind. Kleine Kinder haben entsprechend kleine Hände. Ja? Nehmt am besten die Hände ein kleines bisschen auseinander, dehnt und zieht das Dreieck so ein bisschen auseinander. Und wenn ihr jetzt eure Hände mal auf den Ball legt, dann seht ihr, dass im Grunde die Daumen immer noch hinter dem Ball sind und den Ball immer noch am Durchflitschen sichern oder vor dem Durchflitschen eben sichern. Gefangen und festgehalten wird der Ball nicht durch die Finger, sondern durch die Handflächen, nämlich von der Seite. Doof ist nur, wenn man keinen Druck dabei erzeugen kann und die Ellenbogen so zusammennimmt. Jetzt ist es richtig schwierig, auf den Ball drauf zu drücken, beziehungsweise ich muss hier oben aus der Schulter so viel drücken und es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Also tun wir Folgendes, wenn wir den Ball gefangen haben, drücken wir unsere Ellenbogen leicht nach außen und geben dem Ball einfach ein bisschen Druck mit. So, wir können das Ganze zum Beispiel schon mal im Sitzen üben, ganz cool, während dem Fernsehschauen oder während dem, wo sitzt man noch? Ja, da vielleicht nicht, aber einfach irgendwo hinsetzen und einfach mal nur tippen und den Ball sauber fangen, Druck geben. Hopp, hopp, hopp.
Okay? Wenn ihr euch sicher fühlt, gehen wir ab in die nächste Übung. Da haben wir nämlich noch eine kleine Aufgabe mit dem Hocker zu tun. Hocker! So, jetzt gehen wir mit dem rechten Fuß wieder auf den Hocker. Ihr kennt das schon. Der linke Fuß bleibt unten und wir springen einmal zur Seite rüber. Linker Fuß auf dem Hocker, rechter Fuß daneben. Das Ganze tun wir jetzt 6 Mal. Okay? Der Ball bleibt in den Händen, optimalerweise nicht hier, wie unterm Arm, wie ein Briefträger, sondern wir nehmen den Ball hier nach vorne und schauen den Ball auch immer an. Das heißt, das Torwartdreieck, die Daumen, die Sicherung, alles gucken wir und erfassen wir mit unseren Augen. Also, das Ganze 6 Mal. Nach den 6 Mal gibt es 2 Würfe und es geht wieder von vorne los. Alles klar? Los geht's. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach vorne, Grundposition. Einmal, hopp. Zweimal fangen, sichern an die Brust. Rückwärts wegflitzen, Fuß drauf und los geht's wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach vorne, Grundposition. Fangen, hopp, fangen, sichern. Nächste Runde. Und Ball nach vorne, Fuß drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach vorne hüpfen. Erster Ball, hopp. Zweiter, hoppala. Rausgeflitscht ohne Handschuhe. Nicht ganz so easy. Nummer, wo sind wir? Nummer 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach vorne kommen. Hopp. Hopp. Nummer 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Nach vorne kommen, stehen, Kugel rauswerfen, fangen, Druck auf die Innenseiten geben und raus. Und der letzte. Hopp, 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp, 4, hopp, 5, hopp, 6. Nach vorne rauswerfen, fangen, rauswerfen, fangen. Jeder gecheckt, wie es geht. Einfach nochmal eine Runde üben, auf Pause drücken, nochmal kurz einüben, während ich mit euch schon in die nächste Übung mit dem Hocker gehe. Das ist auch gleichzeitig die letzte Übung mit dem Hocker. Wir gehen ein kleines bisschen nach hinten und haben ein kleines bisschen mehr Abstand zur Wand gewonnen. Was wir jetzt machen ist, wir werfen 2 Mal nach vorne. Wir spielen nachher einen scharfen Ball, den wir zum Flach aufnehmen, vor der Brust gebrauchen können. Und in der Hockerübung beginnen wir jetzt mit Sprüngen auf den Hocker. Und zwar von hinten nach vorne oben, nach hinten, nach oben, nach hinten, nach oben, nach hinten, nach oben. Insgesamt muss ich 4 Mal draufspringen und 1 Mal überspringen. Okay, also schaut so aus, Ball ist wieder hier. Wir haben 1, 2, 3, 4 und überspringen. Erster Ball. Fangen, sichern. Jetzt seht ihr schon, dass ich ziemlich breit gelandet bin. Brauche ich jetzt auch die Bewegung, denn den zweiten Ball, nein, den dritten, spielen wir einmal fest gegen die Wand und den zurückprallenden Ball nehmen wir auf und fallen wir nach vorne in die sichernde Position rein. Genau, jeder gesehen? Wem das ein bisschen zu anstrengend ist, der kann natürlich auch 3 Mal nur hochhüpfen und dann überspringen oder 2 Mal. Wer sagt, ja, das ist mir aber ganz schön viel zu wenig, ich habe schon viel mehr Power, der kann das Ganze von mir aus auch 10 Mal machen. Wichtig ist nur, dass ihr es langsam macht und sauber vor allem macht, nicht, dass ihr stolpert oder dass ihr ins X-Bein kommt oder euch sonst anderweitig irgendwie wehtut. Ja? Lieber 4 Stück, dann einmal überspringen, ich glaube, damit fahren wir am besten. Und los geht's. So, 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp, 4, hoppala, geht schon los. Und letzter, so, hopp, einmal drüber, erster Ball fangen, zweiter Ball fangen, dritter Ball und wieder aufnehmen. Gut. Nach Hause und wieder von vorne. 1, runter, 2, runter, 3, runter, 4, runter. Überspringen, erster Ball, zweiter Ball. Und dritter Ball. Ruhig mit der Brust hier drauflegen, Hände umgreifen den Ball, sichern, überlappend hinter dem Ball und von vorne aus der Spielrichtung. Nächster Ball. 1, 2, 3, 4,
und hopp, erster, zweiter und dritter. Und Pause. Gut, für euch zu Hause, kleine Pause, ihr könnt natürlich noch weitermachen. Ich gehe jetzt was trinken und wir sehen uns gleich wieder zum zweiten Teil. Da geht es dann viel um Technik, viel um Torwarttechniken auch, seitliche Bälle, gerade Bälle und vor allem Tricks und Finden, die wir als Torhüter im Tor ganz besonders gut gebrauchen können. Bis gleich und guten Durst. Den brauchen wir nicht mehr. Der hat schon mal Feierabend. Was wir als nächstes brauchen, Jungs und Mädels, daheim sind drei Hütchen. Okay? Drei Hütchen, Klopapierrollen, T-Shirts, irgendwas, was ihr als Markierung hernehmen könnt. Spielt auch keine Rolle, was es ist. Wichtig ist nur, dass ihr zwei Bälle habt und eine Wand, gegen die ihr gleich wieder spielen könnt. Okay? Ich baue das Ganze jetzt mal so ein bisschen in der Mitte hier des Raumes auf, weil dann kann ich nämlich gegen zwei Wände spielen und euch immer von zwei Richtungen zeigen, wie die Sache gemeint ist und auf was ihr vor allem achten sollt. Also ihr legt die Hütchen mal in so einer Reihe aus. Und zwar sollte jeder Abstand so einen guten Meter haben, okay? Also wenn es nicht ganz ein Meter ist, ist es nicht schlimm. Am besten einfach immer einen großen Schritt zum nächsten und einen großen Schritt zum nächsten. Und an jedes äußere Hütchen, die erste Spielrichtung ist jetzt mal nach da, legen wir einen Ball hinter das Hütchen. Einen hier und einen Ball hier. Das brauchen wir gerade nicht. So, die Wand ist hier wieder unser Zuspieler. Könnte jetzt aber auch in echt Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma, Opa sein. Das kennen wir schon. Wir beginnen die Übung, indem wir zwei Tricks machen, nämlich den Trick ziehen, vorlegen, einen Standtrick, den wir als Torhüter immer brauchen für eine schnellere Spielverlagerung. Und eine eingesprungene Schussfinte, die brauchen wir vor allem dann, wenn wir Gegnerdruck des Stürmers bekommen, den Ball aber nicht einfach blöde über die Außenlinie dreschen wollen, sondern einfach im Spiel halten wollen und den nächsten Verteidiger, der vielleicht auf der anderen Seite steht, anspielen möchten. So, wir gehen dazu einfach mal mit dem Ball jetzt nach außen. Erster Trick, ziehen, vorlegen, das heißt rechter Fuß auf den Ball, wir ziehen den Ball nach hinten, springen dann mit dem Standbein in diese Richtung, hopp, hopp, der Ball rollt weg von unserer Innenseite und wenn er in dieser Lücke ungefähr angekommen ist, kommt eine eingesprungene Schussfinte, der Ball rollt leicht zurück und wir spielen einen Pass durch dieses Hütchentor an die Wand oder eben zu unserem Zuspieler, zu unserem Anspieler, Mama, Papa, die den Ball dann stoppen und euch zurückspielen. Das Ganze schaut so aus. Tadab. Ziehen, vorlegen. Eingesprungene Schussfinte, spielen und der Ball kommt zurück. Alles klar? So, jetzt einigen wir uns noch drauf, welche Technik wir wollen. Wir wollen den Ball zunächst aufnehmen, so wie wir es gerade schon geübt haben. Nachher gehen wir in die seitlichen, in die Halbrunden und so weiter und so fort. Okay, also keine Sorge. Wir machen mal pro Durchgang jede Torwarttechnik mal mit. Wenn dieser Ball gehalten ist, schnell liegen lassen, aufspringen, wir holen uns den zweiten Ball, der nämlich hier außen liegt, und holen den mit ziehen zurück. Jetzt ist die eingesprungene Schussfinte links, wir spielen mit rechts und nehmen den Ball wieder vorne auf. Das ist ja unsere erste Torwartgrundtechnik, die wir jetzt wollen. So, also, wir starten gemeinsam. Ziehen, vorlegen, eingesprungene Schussfinte, gerader Ball, hopp, Ball kommt wieder, aufnehmen, Kugel liegen lassen, wegflitzen, zum Ball stellen, ziehen, zurück, Schussfinte, eingesprungen links, Zielpass, aufnehmen und fertig. Nächste Runde, wir drehen das Ganze um und spielen es für unsere Linksfüßer mal durch. Die beginnen natürlich nicht mit ziehen, vorlegen auf der rechten Seite, sondern hier mit der linken Seite ziehen, vorlegen links, Schussfinte eingesprungen, spielen. Grundtechnik ist das Aufnehmen, Ball liegen lassen,
Rüberflitzen zur anderen Seite, ziehen zurück, Schussfinte eingesprungen, rechter Fuß spielen lassen und aufnehmen in der Grundtechnik. Nächste Runde, wir gehen wieder auf die Rechtsfüßer. Ziehen, vorlegen, Schussfinte, Zielpass, hoppala, zur Seite geplumpst, Ball liegen lassen, rüberflitzen, ziehen zurück, Schussfinte eingesprungen, spielen, Ball kommen lassen und in die Sicherung. Jawohl. Und das Ganze dann natürlich noch einmal für unsere Linksfüßer. Und zwar ziehen, vorlegen. Schussfinte gesprungen, spielen, aufnehmen, plumpsen. Zweiter Ball, rüberkommen, ziehen zurück, Schussfinte rechts, spielen und aufnehmen. Genau. So, zweite Aufgabe. Wir ändern das Ganze. Einigen uns auf eine neue Grundtechnik. Nämlich, wir wollen jetzt die Bälle auf die Seite spielen. Beziehungsweise wir wollen die Bälle auf der Seite auch trainieren. Okay? Dazu ist es wichtig, dass ihr den Ball jetzt nicht mehr kerzengerade am Schluss gegen die Wand spielt, sondern immer leicht auf die Seite. Also wenn ihr hier auf der linken Seite spielt, er steht, spielt er nicht mehr gerade nach vorne, sondern leicht schräg. Und durch das schräge Anspiel kommt der Ball auch schräg raus und ihr könnt zu einem seitlichen Ball mit dazugehen. Alles klar? Gut. Wir drehen das Ganze mal um und ändern auch die Finte, die wir hier machen. Wir starten jetzt nicht mehr mit Ziehen zurück und Ziehen vorlegen, sondern immer mit Ziehen Fußwechsel. Also, hier gestartet, Ziehen, Fußwechsel, Schussfinte eingesprungen, spielen schräg zur Seite und damit es nicht so langweilig wird, aufkommen, nochmal zur Seite und nochmal flacher Ball. Alles klar? Ball liegen lassen, schnell rüberkommen, wieder ziehen, Fußwechsel, Schussfinte und jetzt Achtung, schräg spielen, einmal und zweiter Ball. Alles klar? So habe ich es ein bisschen krumm gemacht. Viel erzählt und nebenbei die Übung macht, dann wird es natürlich manchmal ein bisschen krumm und man kommt durcheinander. Macht aber nichts, wir starten einfach nochmal von vorne. Ziehen, Fußwechsel, hopp, Schuss, Finte. Spielen schräg, nachgehen, Parade auf die linke Seite, aufkommen, rausspielen, zweiter Ball. Ball liegen lassen, wir gehen hier rüber, ziehen, Fußwechsel, Schuss, Wende, wir spielen schräg, gehen zum Ball und kriegen den zweiten Ball. Knie muss wieder ein bisschen weiter weg. So, nächste Runde. Zap, zap, zap. Ich hoffe, es geht. Ich hoffe, ihr habt zu Hause genug Platz dafür. Wir brauchen ja nicht besonders viel, eigentlich nur so 1,5 Meter Abstand zur Wand. Und wie gesagt, ah ja, genau, den Tipp haben wir euch letzte Woche, glaube ich, eben oder vor 2 Wochen. Ihr könnt auch gerne mal diese ganzen Übungen auf einer Yogamatte oder so von der Mama machen. Die hat bestimmt irgendwo eine Sportmatte zu Hause rumliegen. Die könnt ihr euch mal da vorne hinlegen und wenn der Ball dann zurückkommt, könnt ihr euch ein bisschen, wenn ihr zu Hause irgendwie einen Holzboden habt oder einen Fliesenboden, dann ist es natürlich auch leichter und tut nicht ganz so weh. Ja? Gut, nächste Runde wieder. Ziehen, Fußwechsel, Ball rollt weg, Schussfinte gesprungen, schräges Anspiel, runter, auf, zweiter Ball, halten, Knie weg, Kugel weg, rüberflitzen, ziehen, Fußwechsel, Schussfinte weg, wieder schräges Anspiel, nachgeben, Kugel halten, auf, zweiter Ball und wieder die Hände von oben und von hinten gesichert. Wow! Nächste Runde. Wir beginnen diesmal hier. Und los geht's. Ziehen, Fußwechsel, Schussfinte, spielen, Nummer 1. Hopp, Nummer 2. Hopp, Kugel weg und wir gehen hier rüber. Hopp, hopp, Schussfinte weg. Warten, bis der Ball vorbei ist. Und in den seitlichen Ball rein. Zweiter Ball sichern und wieder nach oben. So, nochmal kurz weiter üben.
Ich muss meine Knochen kurz sortieren. Und dann kommt die Variante Nummer 3. Ihr könnt kurz weiter üben. Drück, tipp, tipp. Wir starten jetzt nämlich immer bei der dritten Variante mit dem Ball im Feld und auch mit dem Ball im Feld bzw. zwischen den Hütchen und beginnen jetzt eine Kombination der Standtricks, die wir vorhin gemacht haben. Nach außen gehen wir immer mit den ersten beiden Standtricks, der Rechtsfuß aus dem rechten Türchen mit rechts ziehen, vorlegen und ziehen, Fußwechsel zurück. Der Pass kommt entsprechend an die Wand. Wir gehen wieder in die seitlichen Bälle rein. Dann springe ich auf, hole mir den nächsten Ball. Der Rechtsfuß, ziehen, zurück und Fußwechsel als Kombination. Wieder schräger Ball auf die Seite. So, wir wollen aber nicht nur den schrägen Ball auf die Seite, sondern wir packen da jetzt auch noch einen halbhohen Ball mit dazu, damit es nicht ganz so langweilig ist und die Torwarttechnik nicht immer die gleiche bleibt. So, also hier geht's los. So, ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, Spiel auf die Seite, wir gehen runter, kommen nach oben, werfen den Ball an die Wand, fangen ihn halb hoch und pressen ihn wieder auf den Boden. Achtung, zweite Runde, rückwärts durchlaufen, ziehen, zurück, Fußwechsel, spielen, durchlassen, halten und hopp, hopp. Alles klar? Gut, ich merke gerade, dass ich hier ein bisschen mehr Platz bräuchte. Bei euch zu Hause wird es wahrscheinlich funktionieren. Ich brauche ein kleines bisschen mehr Platz, damit die Bewegung nachher auch schön rund bleibt. Ja? Zap, 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 zap. Nächster Durchgang. Ziehen, vorlegen, Fußwechsel. Spielen, nach vorne fallen, auf Ball mitnehmen, fangen, sichern. Plumpsen, Ball weg, zweite Runde, ziehen, zurück, hopp, Fuß, wechseln, Ball geht nach vorne, wir gehen nach vorne, aufdrücken und zur Seite weg. Alles klar? Gut. Nächste Runde. Wir beginnen mal hier für die Linksfüßer. Da drehen wir jetzt alles um. Wir haben ziehen, vorlegen, linker Fuß, Fußwechsel, dann haben wir hier drüben ziehen zurück, links und Fußwechsel. Die Bälle bleiben mal gleich, die Torwarttechniken. Okay, also ziehen, vorlegen, Fußwechsel, spielen und zum Ball. Erster, hopp, zweiter, Kugel weg, wir flitzen, zurück, ziehen, zurück, links, Fußwechsel, spielen, nach unten, hopp, Kugel wird rüber. Fangen und in den Boden reinpressen. Sehr gut. So, nächste Runde. Wir machen das Ganze nochmal für die Linksfüßer. So, ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, spielen, Kugel aufhalten, aufdrücken, spielen, mit gestreckten Armen vorne fangen, Ball in den Boden drücken, auf, rückwärts weg, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, spielen, zur Seite weg, auf und hier geht's zur Seite. Genau, einfach kurz weiter üben, ausprobieren. Ihr könnt natürlich hier auch noch einige andere Varianten ausprobieren, indem ihr zum Beispiel ziehen, vorlegen, Sohlenwände und eine Schussfinte dran packt. Und das Ganze dann natürlich auch auf der anderen Seite. Ziehen zurück, Sohlenwände, Schussfinte hier raus. Oder ihr könntet zum Beispiel auch sagen, wir wenden mal. Okay? Wir spielen den ersten Ball nach vorne, hopp, zieh dann Wände weg, hopp, Sohlenwände, Schussfinte, spielen. Erster Ball auf, zweiter Ball. Okay? Worüber wir uns wirklich super freuen würden, ist, wenn ihr mal Übungen in dem Übungsaufbau abfilmt und sie uns einfach mal zuschickt. Ja? Unter info@münchner-fußball-schule.de könnt ihr das tun. Schickt uns einfach mal eure Videos zu und zeigt uns, welche Varianten ihr gefunden habt,
Ich hatte jetzt die Variante mit Standtricks im Wechsel, auch mit einer Wende vielleicht mal drin. Zeigt ihr uns doch einfach mal eure Varianten, die ihr so macht. Vielleicht auch mit Mama und Papa, vielleicht auch mit einer Wende in einem 1 gegen 1. Das kann ruhig ganz verspielt sein, wie ihr wollt. Einfach mal ausprobieren. Genau. Wir sehen uns gleich. Ich baue kurz um, gehe einen Schluck trinken und dann geht's ab in die letzte Übung. Bis gleich. So, okay. Wir haben noch eine letzte Aufgabe, die jetzt auch wieder viel mit fußballerischer Technik und mit den Grundtechniken des Torwartdaseins zu tun hat. Und zwar, wir nehmen mal die Hütchen, die wir jetzt hatten. Wir brauchen nämlich nur noch zwei. Ein Hütchen legen wir mal als Starthütchen hierher. Und das andere Hütchen legen wir mal so, wenn ihr mal rückwärts geht, so eineinhalb Rückwärtsschritte weg. So, genau. In it. So, wir starten wieder. Diesmal mit der Standtrickkombination ziehen, vorlegen, ziehen, Fuß, wechseln. Nein, stimmt nicht, Entschuldigung. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fuß, wechseln. Wir kommen dann nämlich auf dieser Seite hier raus, spielen den Ball in die Mitte der Wand, aber schräg, sodass er auf die Seite zurückkommt. Danach gibt es einen Ball gerade, danach gibt es einen Ball auf die Gegenseite halb hoch. Drei Grundtechniken für Torhüter dabei, plus drei Standtricks in Kombination. Das Ganze mit einem Ball, zwei Hütchen und einer Wand. Auch nicht so schlecht, minimaler Aufwand, aber ein riesen Ertrag. Wir fangen jetzt mal an. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, Fuß, Wechsel. Wichtig, dass ihr jetzt auf die Seite rauskommt, um einen schönen Passwinkel zu haben. Spielt den Ball an die Wand, der Ball, der zurückprallt, solltet ihr am besten noch vor dem vorderen Hütchen hier aufhalten, bitte nicht an euch vorbeisausen lassen und erst zu spät halten, nämlich so. Das hier wäre keine gute Idee, weil wir den Ball hinterher springen und keine Möglichkeit haben, den Ball zu halten oder eben erst viel zu spät, wenn er schon längst im Tor ist. Deswegen spielt den Ball an die Wand, geht mit eurem linken Fuß gleich hinterher, nehmt die Hände in den Schoß, bildet euer Torwartdreieck und geht dann zu dem zurückprallenden Ball nach unten. So, dann aufkommen, zweiter Ball, fangen, dritter Ball, hierher, fangen, klumpsen, fertig. Wir nehmen den Ball wieder mit nach Hause und machen das Ganze jetzt mal im Megatempo. Alles klar? So, ihr könnt das bestimmt schon viel schneller wie ich. So, also, hopp, 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 hopp. So, spielen nach dem ersten Ball und hopp, zweiter Ball und dritter Ball. Hui, bisschen hochgeworfen. Nochmal das Ganze. Achtet mal bei mir auf die Knie gleich, was die Knie denn da tun, vor allem bei den drei Bällen, die von der Wand zurückkommen. Alles klar? Also, das hier ist klar. Ziehen, zurück, ziehen, zurück, ziehen. Fuß wechseln, spielen. Jetzt gehen wir nach unten. Jetzt gehen beide Knie in Grundposition gerade. Der Ball wird geworfen. Und jetzt nehme ich das linke Knie weiter hinten und das rechte automatisch nach vorne bei dem Ball. Und so komme ich leichter ins Fallen, roll hier richtig schön rund ab und verletze mich dabei auch nicht. Tut gar nicht weh. Nicht mal, wenn man es wie hier auf einem festen, harten Boden macht. Ja? Keinerlei Probleme. So, nächster Durchgang. Und halt, wo fangen wir an? Genau hier. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fuß wechseln, spielen, nach dem halten. Und auf geht's. Grundposition 1 und zweiter Ball. Genau. Für die Linksfüßer natürlich auch. Da starten wir mit ziehen, vorlegen, linker Fuß, links ziehen, zurück, Fuß, Wechsel und der starke linke spielt einen Ball zur Seite. Ersten gehalten, aufkommen, Position, zweiter Ball und dritter Ball. Nochmal von vorne für die Linksfüßer. Zack, zack, hier geht's los. Also, ziehen, vorlegen,
ziehen, zurück, ziehen, Fuß wechseln, spielen, hopp, jetzt habe ich nicht ganz vor das Hütchen geschafft, zweiter Ball, hopp, und dritter Ball, easy, okay, so, ausprobieren kurz, gleich gibt es eine Variante, das ist jetzt hier nicht das Schwerste, Standrekombinationen, Zielpass, drei verschiedene Torwart-Grundtechniken. Lasst euch Zeit dabei, drückt von mir aus auch mal kurz auf Pause, geht das mal für euch einfach so durch. Schaut, dass ihr alle Techniken, egal ob mit dem Fuß oder nachher bei den rückprallenden Bällen, mit den Händen und mit den Knien, alles mal sauber macht, langsam, aber sauber hinbekommt. Okay, letzte Aufgabe für heute. Und zwar, wir brauchen gleich das Hütchen hier, machen eine kleine Standrekombination und kombinieren das Ganze dann noch mit zwei Wendetricks auch noch. Alles klar? So, schaut folgendermaßen aus. Wir nehmen mal die Kombination Fußwechsel, Fußwechsel. Also Fußwechsel, Fußwechsel. Der Ball prallt nach vorne weg. Wir gehen in die Ballführung rein. Zidane Wende. Links, rechts, rechts. Runterführen. Achtung, Sohlenwende. Links, wir spielen auf die Seite gegen den Ball. Nummer 1, wir gehen wieder nach oben. Zweiter Ball und als dritten aufspringen, stehen und den Ball in die Sicherung nehmen. Ihr könnt den dritten Ball wirklich machen, wie ihr wollt. Ja, ihr könnt auch nochmal seitlich, 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 seitlich machen. Ich schone jetzt mal ganz kurz ein bisschen meine Knie, springe da dazu auf und hole mir einfach den zweiten Ball nochmal gerade. Alles klar? Also schaut so aus. Fußwechsel, Fußwechsel. Los geht's, Zidane-Wende. Eins, schieben, Sohlenwende, Anspiel, nachgehen, halten. Erster Ball, Position, festhalten, aufspringen, hopp und Nummer 3, sichern und gut, passt. Nächste Aufgabe, nächste Runde. So, Fußwechsel, Fußwechsel, Zidane-Wende, Sohlenwende. Also hopp, Fußwechsel, Fußwechsel. 1, 2, 3, in den Schiebekontakt rein, Sohlenwende links weg, oh, das war natürlich nicht besonders gut, nochmal, Zidane-Wende weg, hopp, Sohlenwende links raus, spielen, hopp, erster Ball, zweiter Ball, hopp, und dritter, festhalten und sichern, genau, eine Runde kriegen wir noch hin, Fußwechsel, hopp, und Fußwechsel, hopp, schieben, Zidane-Wende, 1, 2, 3, schieben, Sohlenwende, spielen, erster Ball, Nummer 2 und Nummer 3. Okay, ihr könnt jetzt weiter üben, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch nach der letzten Wende noch einen Ronaldo dran setzen und das Ganze dann wieder von der anderen Seite probieren. Ja? Das wäre dann zum Beispiel Fußwechsel, Fußwechsel, loslaufen, Zidane-Wende, 1, 2, 3, Sohlenwende und Achtung, hopp, Ronaldo-Job durch die Füße, spielen, wir kommen wieder auf die andere Seite raus. Was ihr alles einbaut in die zwei Hütchen, spielt eigentlich keine Rolle. Kleiner Tipp, verspielt das Ganze nicht zu sehr. Übersteiger und Ronaldo-Jobs brauchen wir eigentlich relativ wenig als Torhüter. Was brauchen wir sehr viel? Stammtricks, Sohlenwenden, Schusswenden, das können wir eigentlich überall und immer wieder einbauen. Die Bälle, die ihr danach spielt, könnt ihr euch auch überlegen. Wenn ihr, wie gesagt, Mama und Papa nicht zur Verfügung habt, dann nehmt ihr einfach eine Mauer. So, wir sind damit am Ende für heute angekommen. Kurze Einheit, dafür knackig. Und ihr kommt, wenn ihr es alleine macht, auch so ganz schön ins Schwitzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und ich bin wirklich sehr gespannt und bitte euch, dass ihr mal wirklich ein bisschen Feedback zurückschickt, mal die Übungen aufnimmt, so wie ihr sie zu Hause macht, uns zeigt und wir können dann mit euch so ein bisschen drüber sprechen, wo waren hier so ein bisschen die Fehler und was können wir noch verbessern. Alles klar? Also keine Scheu, filmen, schicken und dann können wir darüber sprechen. Das war's für diese Woche mit unserem Torwarttraining daheim. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.